bin hier vor dem schönen Heimathaus in Jesteburg, denn dieses Wochenende hat Petra Engelbert ihre Ausstellung hier. 365 Tage hat sie jeden Tag ein Bild gemalt. Ich finde schon allein dieses Durchhaltevermögen so toll. Und jetzt gucken wir uns gleich mal an, was sie gemalt hat, wie sie dabei empfunden hat, was sie sich gedacht hat und ja, was sie uns sonst noch dazu zu erzählen hat. Bleibt dran, bis gleich. Das ist auf jeden Fall Petra Engelbert. Und also erstmal herzlichen Glückwunsch, Petra. Das ist ja gigantisch, das sieht ja Wahnsinn aus. Erzähl mal. Ja, also ich hatte irgendwann die Idee, jeden Tag eine Bildtafel zu gestalten. Und zwar habe ich mir überlegt, ob ich dadurch einen anderen Blick aufs Leben bekomme, ob die Tage schneller vergehen und ob ich mich im Nachhinein noch daran erinnern kann, was mich an dem Tag bewegt hat. Ich habe einfach ganz intuitiv die Dinge gewählt, die ich dann in diesen Tafeln verarbeitet habe. Und jetzt hier im Januar zum Beispiel bin ich am 1. Januar angefangen, habe erstmal Tafeln, die alle in den Zuschnitten 20x20 sind, verwendet, aber aus meinem Fundus, da sind jetzt so ein paar in kleineren Abmessungen, weil ich ja gar nicht wusste, ob ich das durchhalten würde. Und im Laufe des Tuns habe ich aber gemerkt, dass es für mich ganz leicht und ganz schön und ich habe auch keinen Tag vergessen oder nachgeholt, weil dann wäre das Projekt für mich gescheitert. Hier im Januar arbeite als Krankenschwester und Kunsttherapeutin im Hospiz Nordheide und diese Tafel habe ich für einen Gast gestaltet, der bei uns im Hospiz verstorben ist und der mir besonders am Herzen lag. Im Februar habe ich mich sehr auseinandergesetzt mit den Kriegsgenerationen und Kriegsenkeln. Meine Geschwister sind wesentlich älter als ich, 20 Jahre, und habe die Bücher von Sabine Bode gelesen, die sicherlich viele kennen. Habe auch aus einem Cover was rausgenommen und das für den Tag verarbeitet. Im Monat März habe ich in Nordrhein-Westfalen, wo ich gebürtig herkomme, mein Elternhaus renoviert und habe dort Dinge verarbeitet, die ich da gefunden habe. Zum Beispiel noch alte Tapeten aus dem Wohnzimmer meiner Eltern, die fünfte Tapetenschicht nach hinten, das Jalousienband und eine Kachel aus dem Badezimmer verbunden mit dem Wort Heimat, weil das ja immer meine Heimat sein wird. Und aus den Babytapeten meiner Söhne habe ich diese kleinen Blümchen ausgeschnitten und das mit dem Kinn verbunden. So. Als wir in dem Altbau die alten Rippenheizungen abgebaut haben, fand ich dahinter noch diese kleine Pfeilpistole meiner Söhne. Der April ist ja der Ostermonat. Den habe ich begonnen mit den Hasen, die da oben durchs Feld springen. In all meinen Tafeln wird auch meine christliche Prägung offensichtlich. Überall sind Textzeilen aus dem Gebetbuch meiner Mutter. Hier unten, diese Tafel ist Schwienemünde. Da haben wir Urlaub gemacht und da habe ich einfach aus Versatzstücken aus der Zeitung so eine Skyline entstanden, die mich sehr an Schwienemünde erinnert. Im Monat Mai. Mai ist der Pfingstmonat. Da kommt wieder meine christliche, katholische Prägung durch. Pfingsten, der Heilige Geist und das wieder in Verbindung mit Taube. Und da habe ich an diesem Pfingsttag diese Platte hier gemacht mit Pfingsten und habe dann eine Taube als Wort eingebaut und musste an die Taube denken. Und am nächsten Tag nehme ich die nächste Platte und da ist im Holz schon eine Taube drin. Die war in dieser Holzmaserung. Das fand ich wieder spannend. Ja, im Monat Juni da war das Wetter irgendwie schön und dann habe ich Ansichten unseres Gartens gemacht, indem ich immer unsere Ausschnitte aus diesen Kiefern gemalt habe, in unterschiedlichen Schattierungen und Tagesformen. Mehr kann ich da nicht so sagen. Kann ja auch mal sein. Ja, und dann kommen wir hier zu dem Monat, der mich sehr interessiert. Juli, mein Geburtsmonat. Ja, also im Juli ist es so, dass die Tafeln sehr viele Titel haben. Die habe ich dann immer hier aufgeführt, die Titel der Tafeln. Da sind im Juli ganz viele dabei, die Titel haben. Zum Beispiel das da oben heißt Lebensgeschichte.
immer wieder verbunden mit dem Dürerhasen, der für mich mein persönlicher Angsthase da, als mein persönlicher Angsthase steht. Paula in Paris und Jesteburg. Ja, genau, Paula in Jesteburg. Das wurde gestern ja auch in der Rede gesagt, dass Jesteburg doch ganz viel auch hier schon enthalten ist. Ja, da zum Beispiel, ne? Schönste Zeit. Jo, sind wir schon im August. Im August habe ich festgestellt, es geht grundsätzlich bei mir immer viel um Leben und Sterben und die Frage, wie fülle ich mein Leben, was tut mir gut, was bewegt mich und dass er letztendlich doch immer alles auf das Ende hinführt. Und da finde ich diese Tafel irgendwie, die ja auch so einen Witz enthält, strebsam sei der Mensch und letztendlich sind wir doch alle vergänglich. Eben wir tödlich sein. Dass wir uns das auch immer vor Augen führen, wo wir unsere Energie reingeben, womit wir uns das Leben schwer machen. In der Zeitung stand auch, dass du mal ausprobieren wolltest, ob das Leben, wenn man sich so konzentriert, jeden Tag ein Bild malt, schneller bewegt. Ja, das ist gar nicht so. Also das Leben war genauso schnell oder langsam wie sonst auch. Nur jetzt kann ich im Nachhinein noch die Tage anders nachempfinden. Das kann ich nicht bei allen 365, aber bei einigen kann ich es schon. Und das finde ich irgendwie besonders. Und das ist einfach so eine Fülle. Das finde ich auch irgendwie schön. Und ich habe diese Ausstellung im letzten Jahr in meiner Heimat gezeigt, in Ippenbüren, im Kulturspeicher. Und der ist so groß, dass wir diesen Lebenskreis so stellen konnten, dass man außenrum gehen konnte. Das ist eine ganz andere Energie, als wenn man in diesen Lebenskreis reingeht, wo man umgeben ist von dieser Fülle. Das finde ich letztendlich vielleicht sogar noch besser. Weil wenn man außenrum geht, hat man immer nur einen Monat, den man sieht und nichts anderes mehr. Und so ist es eine andere Energie. Im September sind mein Partner und ich den Berliner Mauerradweg mit dem Fahrrad gefahren und das war sehr emotional für uns. Da habe ich dann, sieht man so in der oberen Reihe, Dinge verwendet, die mir da begegnet sind, zum Beispiel aus dem Berliner Mahnmal Teile oder wir sind auch mal, man fährt viel durch Wälder und Birkenwälder. Das habe ich da so zum Ausdruck gebracht. Hattet ihr euer Gepäck auf dem Fahrrad mit dabei? Nee, wir hatten eine Wohnung in Potsdam und sind von da aus immer gestartet. Und für mich ist aber die besondere Platte im September diese hier, wo ich meinem persönlichen Angsthasen die Hand reiche und denke, alles wird gut. Oder alles ist gut, steht da, ne? Alles ist gut. Ja, das ist jetzt der Monat Oktober, wo mich gleich diese Tafel hier anspringt, so nach dem Motto, her mit der rosa Brille, ich halte es nicht mehr aus. Immer wieder diese Balance zwischen sich verlieren und wiederfinden in den ganzen Dingen und Unwägbarkeiten des Lebens. Ja, und das, da war ich in meiner Heimat, das weiß ich, weil das ist ein Ausschnitt aus einem Bild von Otto Modersen. Und jetzt gibt es in Tecklenburg ein Otto-Modersen-Museum und da war ich und da ist diese Platte entstanden. Und jetzt ist der Hasi dein Freund. Ja, der Hasi ist natürlich auch immer irgendwo auch mein Freund, ne? Weil das ist ja nicht nur ein Angsthase, sondern das ist ja auch ein Rebell, so ein Hase. Der kann ja auch schnell laufen. Bist du eigentlich vom chinesischen Tierkreiszeichen? Auch. Was bist du da? Bin ich auch Hase. Bist du Hase? Das wusste ich aber vorher nicht. Also. Im Monat November ist für uns was Bedeutendes geschehen. Und zwar wurde bei uns eingebrochen. Das habe ich in dieser Tafel hier verewigt, wo ich diese Marken von der Kripo da weiterverarbeitet habe. Und dann war gerade mein Nachbar hier und sagte gleich, Mensch, aber da hättest du doch uns auch irgendwie verarbeiten können, weil ihr doch bei uns Zuflucht gefunden habt. Und dann habe ich gesagt, das war dann die nächste Tafel. In allen vier Ecken sollen Engel drin stecken. Und das ist dann mein Nachbar. Da hat er sich gefreut. Ja, und schon sind wir im Dezember. So schnell geht ein Jahr vorbei. Der Dezember gefällt mir persönlich gestalterisch ganz gut, weil die Tafeln sind oft sehr leicht und sehr
flockig, sage ich mal, im Gegensatz zum Januar, wo noch ganz viel draufgepackt ist. Hier ist es oft ganz schlicht gehalten und ich hätte jetzt noch Monate ranhängen können, weil mir das so viel Spaß gemacht hat. Und ich wollte aber das ganze Projekt mit einer Tafel beenden, die mir selber auch Kraft gibt. Und darum habe ich diese Tafel so gestaltet. So der Fahrplan fürs weitere Leben ist einfach Leben. Und eine Tafel, die mir ja von der Gestaltung gar nicht gefällt, hier sind natürlich viele Tafeln, die ich sonst alleine nie zeigen würde, aber in diesem Kontext natürlich zeigen muss und möchte, weil ich ja Momente auch nicht verändern kann, habe ich ja die Tafeln gestaltet, unterschrieben und nicht mehr verändert. Das ist diese Tafel. Und zwar ist am 23. Februar mein Onkel gestorben, der in unserer Familie eine ganz besondere Bedeutung hat und auch eine ganz besondere Rolle. Er kam mir immer vor wie Moses in seinem Bastkörbchen. Und deswegen habe ich das so, ich finde es nicht schön, aber es erinnert mich immer an Onkel Joppet. Ja, aber es ist doch im Dezember. Ja. Ja, er ist im Februar 37 geboren. Ach so, und ist am 23. Dezember gestorben. Mhm. Ja. In dem Jahr war der neue Star Wars Film nach George Lucas rausgekommen und da war im Abendblatt diese Überschrift Evangelium nach Lucas. Das fand ich natürlich irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Habe aber auch wieder einen besonderen Bezug, weil ich diesen Film selber gut finde. Mein Sohn Lucas heißt, auch noch mit C geschrieben. Und ja, Weihnachten, das wahre Lukas-Evangelium zum Tragen kommt. Deswegen musste ich noch eine Gestaltung mit dem richtigen Lukas-Evangelium machen, um das wieder so auszugleichen für mich. Und das, diese hier? Ja, die beiden, die lagen da irgendwie mal auf der Straße und habe ich gedacht, Mensch, das ist ein witziges Kärchen, wird der dann daraus. Dinge mit Gesicht, ne? Ja, genau. Genau. Ja, man könnte doch über jede Platte etwas sagen. Wahnsinn, der Lebenskreis. Gestern Abend war noch ein Freund von uns hier bei der Vernissage, waren dann viele Leute hier oben und er hat zu bestimmten Tafeln Lieder angestimmt, zum Beispiel zu diesem, denn er hat seinen Engeln befohlen über dir. Und noch ein paar andere Lieder haben wir hier gesungen. Das war ein sehr schöner Abschluss. Über dir werden er hat seinen Engel befohlen. Über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Dass sie dich behüten auf allen Wegen.